Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Elden Ring. Und heute, ja, wie ihr gerade schon seht, meine Facecam wird ein bisschen hart asynchron, weil heute der heutige Part ist nämlich nachsynchronisiert, deswegen weg mit der Facecam. Und heute werde ich mal ein hartes Experiment probieren. Ich habe nämlich euch entscheiden lassen, ob ich diese Folge hier, wo ich kein Audio leider aufgenommen habe, also meine Stimme nicht, weil das Ingame-Sound, den hört ihr ja gerade schon, wie wir hier nach Stummen pfeifen und so, aber heute werde ich mal probieren, ein bisschen nachzusynchronisieren. Wird definitiv nicht häufiger sein, weil ich will es auch gar nicht, aber ich werde einfach mal schauen, was besser ist, wenn ich nachkommentiere, Alter, Schwede, wenn ich das jetzt hier gleichzeitig das Gameplay sehe und das reden muss, was gar nicht dazu passt, ist echt hart schwierig. Aber ja, ich habe halt verkackt, Audio aufzunehmen und jetzt Nachcommentary. So, und jetzt gehen wir auch wieder ein bisschen aufs Spiel lieber drauf ein. Wir haben nämlich letztes Mal, wie wir das Mausoleum gesehen haben, beziehungsweise getötet auch haben, oder wenn man dazu töten sagen kann, haben wir nämlich dort sowas gesehen in der Distanz. Und genau dort bin ich jetzt auf dem Weg hin, wie ich vorher gerade auf der Karte auch gezeigt habe, wo ich das markiert habe. Muss man natürlich einen vernünftigen Weg dorthin finden. Und wie man jetzt sieht, diese Geistersoldaten sterben tatsächlich nicht, wenn das Mausoleum down geht. Ich dachte immer, die sterben, wenn das Mausoleum halt fällt. Ich bilde mir sogar ein, dass es so war früher. Also mit früher meine ich halt zum Beispiel auf der Insel im Süden von Lyonia. Im Süden von Limgrave und die Sachen. Halt bis jetzt bilde ich mir ein, immer so, wenn es solche Soldaten gab, gehen die dann weg. An der Stelle übrigens sei gesagt, das Schwert ist sehr gut, wenn es darum geht, Gegner zu staggern, weil es halt eine wahnsinnig große Waffe ist. Und dieser Angriff staggert solche Gegner einfach mal Insta-Kill und dann fliegt er so weg. Da, ja. Ich werde auch, wenn ich dran denke, in so Momenten, wo ich mir so denke, so, da könnte die Facecam gerade mal wegen der Reaktion auf meinem Gesicht cool sein, werde ich die ganz kurz da mal einblenden. Und ja, ich habe tatsächlich in dem Community Post das ein bisschen unterschätzt, wie viel Zeit ich heute am Samstag haben werde. Wenn alles gut geht, wird diese Folge irgendwann am Samstag relativ spät am Abend kommen und nicht erst, wie ich dachte, jetzt irgendwann am Montag oder wann. Aber ja, das heißt, ihr habt nur wenig Downtime von Elden Ring. Von daher, alles gut, würde ich sagen. Dort hinten der eine Gegner, den wir da jetzt sehen, der ist offenbar ein bisschen ein größerer. Finde ich übrigens lustig, wie der quasi die Federn eines Helms hat, ohne den Helm, weil er halt kopflos ist. Was ein bisschen lustig ausschaut, muss ich gestehen. So irgendwie so wie ein Vogel mit so zwei ganz dünnen Hälsen. Und auch den staggert das Schwert mal ungemein. Und diese eine Attacke ist einfach unpackbar, wie viel, ich will nicht sagen Poise Damage, weil Poise ist ja was anderes, aber wie viel von diesem Damage die halt aushält. Also, nee, wie viel Rüstung von dem Gegner diese eine Attacke ignoriert und den straight in dieses "Oh, ich kann jetzt pariert werden" Stance gehen lässt. Hier versuche ich jetzt mal ein bisschen Stealth. Ist echt weird, das nachzukommentieren. Aber, hey. Man kann es ja mal probieren. Wie gesagt, das wird definitiv nicht häufiger sein. Weil ich glaube, das ist das erste Mal in Elden Ring, dass mir das überhaupt passiert ist. Und ja, wenn man noch ihn gar nicht getroffen hat, staggert er nicht sofort, aber zweimal den Block, also zweimal geblockt und danach Konter gemacht und schon. Und hier habe ich gedacht, oh, der fällt jetzt da runter und dann, nope, fällt er nicht, leider.
Und mit 3 Attacken machen wir fast 1600 Damage mit dem Trollritterschwert. Das ist schon eine Sache. An der Stelle spielen mir jetzt übrigens, weiß ich jetzt im Nachhinein schon, meine Augen so... Wobei, nee, jetzt noch nicht. Doch, jetzt. Hier, erstmal ein paar Vögel töten. Und jetzt spielen mir meine Augen so ein bisschen einen Streich, nämlich... Genau auf Höhe unseres Körpers, links, ganz links am Rande des Bildschirms, war gerade sowas, wo ich gedacht habe, ist da so in der Klippe so eine Art Einschneise, wo man sich runterfallen lassen kann von oben. Das muss ich sagen, vermisse ich ehrlich gesagt so ein bisschen in Elden Ring, dass wenn man hier an der Kante schön immer mit offenen Augen lang geht, dass man da nicht mal findet, dass man sich irgendwie 5 Meter droppen kann und dadurch eine geheime Höhle entdeckt. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade. So, hier an der Stelle, glaube ich, habe ich gerade so gesagt, wo wir, glaube ich, schon waren. Was ich jetzt im Nachhinein für ein bisschen weird halte. Aber okay, das ist halt die Sache, wenn man das nicht in dem Moment zeigt und sagt. Und vor allen Dingen, ich weiß ja selber nicht einmal, was genau ich gesagt habe, wenn ich mich jetzt nicht dran erinnere, aber nicht so Wort für Wort, weil ich höre mein Audio halt nicht, weil wenn ich das Audio... Oh, da habe ich übrigens das Item ein bisschen verpasst, weil ich Stummens Geschwindigkeit falsch eingeschätzt habe. Ja, genau, wie ich gerade sagen wollte, ich höre ja mein Audio nicht, deswegen... Ja... Sonst würdet ihr das Original-Audio von mir hören, was ich im Part gesagt habe. Und eine 7er und eine 12er Rune ist nicht schlecht. Genau, und jetzt habe ich so, glaube ich, langsam den Plan geschmiedet, dass wir uns jetzt erstmal nicht diesem komischen Dorf, was jetzt links von uns ist, man sieht es auf der Karte auch gut, dass wir nicht zu dem Dorf gehen, sondern erstmal den Fluss entlang. Und hier war ich jetzt gerade sehr verwirrt. Weil es ist kein Geist, der spricht. Es ist auch kein Gegner. Aber das Teil schaut halt 1:1 aus wie Latenna. Hier, die wir letztes Mal mit der großen Frau da in der Kirche vereint haben. Die auch gesagt hat, ah, große Schwester. So, lässt sie nicht angreifen, redet nicht. Ist keiner von den Geistern, die... nur so machen. Also, ja. Hier hole ich mir jetzt noch die goldene Saat, auch wenn wir die so gar nicht brauchen können, weil wir offenbar auf Maximum sind. Ich weiß nicht, ob dieses Maximum bis zum New Game Plus geht oder ob es einfach grundsätzlich ist, mehr Heilung darfst du nicht haben oder ob man vielleicht mit jedem New Game Plus eine Heilung mehr bekommt. Also, dass man dann die Samen aus den previous Playthroughs machen konnte. Genau, hier habe ich gesagt, so, dort waren wir, glaube ich, wo ich jetzt hingezeigt habe, nämlich waren wir schon oder waren wir noch nicht, weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr, aber hier diese Punkte habe ich mir abgesteckt, wo so in etwa die Grenze beim allerersten Mal hier runterkommen war. Dann habe ich jetzt gedacht, ist das eine Fackel, ist das eine Höhle? Nee, das sind Dudes. Und da habe ich jetzt so einen richtigen Déjà-vu-Moment gehabt, so, der Typ, der da an der Wand lehnt, den haben wir schon einmal gesehen. Heißt aber trotzdem nicht, dass er mich trotzdem ein bisschen fertig machen kann. Und der hat arsch viel Poles im Vergleich zu den Geistern. Also bis er mal in Pariermodus geht. Und ja, man kann, glaube ich, in dem Spiel auch regulär, sage ich mal, wie Dark Souls parieren. Aber einfach Poise Break zu machen, ist, finde ich, viel einfacher. Und dann Repost. Als wirklich mit dem Schild parieren. Außerdem, glaube ich, haben wir nicht die passende Kriegsasche für dieses Schild. Oder so. Weil ich weiß, dass man das über Kriegsasche machen kann. Und hier versuche ich gerade hier den Wölfen und dem... diesen komischen unsichtbaren Vieh hinterher zu kommen. Und die gehen einfach weg von mir. Und dann habe ich mir gedacht, bin ich smart und mache das so. Und habe instant beim ersten Mal natürlich schon... Kriegsascheruf weißer Schatten gefunden. Also... das Vieh getötet. Einfach so random, obwohl ich das noch gar nicht erledigen wollte. Ich wollte ehrlich gesagt erstmal die Wölfe wegmachen. Und dort hinten, einer von den Wölfen, man sieht es schon, ist wieder beritten.
mit diesen Bogenschützen. Das sind so ziemlich, glaube ich, in der ganzen Gegend zwar nicht die stärksten, aber die nervigsten Gegner. Außer den unendlich respawnten Drachen, Soldaten, Typen, unsichtbaren Geistern. Ich kann sogar im Nachcommentary nicht vernünftig sprechen. Super. Und diese Dinger schauen wirklich hier aus, wo wir einmal rumgehen, wie so Erdbäume. Die aber durch den Schnee einfach komplett außer Gefecht gesetzt wurden. So. Und hier denke ich mir, okay, ich warte mal ganz kurz. Und versuche intelligent zu sein, aber das Vieh sieht mich zu früh. Und an der Stelle bin ich mal ganz kurz still und frage... Und fragen mal an euch, ich habe hier jetzt nämlich langsam die Realization bekommen. Ich werde auch kurz meine Kamera vielleicht dazu einblenden. Was das eigentlich für ein Vieh da ist. Hier, diese Wolfsreiter. Die, falls ihr das nämlich gerade mitbekommen habt, die schauen so ein bisschen hart aus wie Latena, wie auch der Geist und Latena selbst. Und nicht nur das, das sieht man jetzt gleich hier nochmal viel besser. Tatsächlich, die können nämlich nicht gehen und deswegen sitzen sie auf den Wölfen, auf den besonders großen Exemplaren. Weil die offenbar hier querschnittsgelähmt sind oder sowas. Die können halt nicht gehen und deswegen reiten sie als Bogenschützen. Weil, wenn wir uns erinnern, Latena haben wir ja auch gefunden, wie sie um ihren großen Wolf geweint hat. Der gestorben ist und deswegen konnte sie nicht mehr vernünftig von A nach B. Was ja voll Sinn ergibt. Diesen Gedanken. Hier habe ich übrigens jetzt an der Stelle gesagt, hier das Dorf und den Baum da im Norden, das machen wir jetzt erstmal nicht, sondern jetzt halten wir uns erstmal so ein bisschen an den Fluss und die Gegend um den Fluss, weil das meiner Ansicht nach ein bisschen sinnvoller ist, als einfach random von A nach B und hin und her, dass wir uns jetzt erstmal dem Fluss widmen. Und hier habe ich gedacht, warum zur Hölle leuchtet es jetzt hier? Und, Tatsache, hier, apropos Leuchten, hier ist einfach mal, obwohl wir genau den Weg gegangen sind zur Map, ist jetzt hier ein ein Ort der Gnade. So, ich meine, finde ich gut, weil wir haben 190.000 dabei, aber so Ort der Gnade, wo kommt der her, inneres geweihtes Schneefeld, ist der erst nach dem Aufnehmen der Karte irgendwie da, oder... Was hat es damit auf sich? Habe ich ihn wirklich nur übersehen? Ich bin mir bis jetzt noch nicht so ganz sicher. Da hinten sind übrigens die Riesen, die das Ding ziehen. Und vielleicht bin ich auch den Weg genau gegangen, den die Riesen jetzt gehen und eben nicht hier vorbei. Aber wir sind ja auch an dieser Statue, die den Pfeil hat für die Höhle. Also wir sind aber nicht hier lang gegangen, weil da waren ja diese komischen Drachengeistersoldaten. Die großen. Also, ich bin mir wirklich nicht sicher, wo ich lang gegangen bin, dass ich das Teil einfach übersehen habe. Vielleicht ist mir aber einfach nur der wahnsinnige Schneesturm, der jetzt hier, wenn man hochgeht vom Fluss weg, wird er auch immer stärker. Vielleicht habe ich das deswegen nur einfach nicht gesehen. Weil da kann man jetzt relativ nah am Ort der Gnade vorbei, ohne dass man es sieht, weil halt einfach man quasi nur weiß sieht. Ja, so ganz, jetzt wo sie angesteckt ist, jetzt wo sie aktiv ist, kann man da so ein bisschen was sehen. Aber es hätte echt sein können, dass ich sie verpasse. Weil von hier, wenn man von unten kommt, easy going, da sieht man sie relativ schnell. Naja. Genau, hier den Teil erstmal wegmachen und
wie gesagt, das Dorf dort hinten machen wir mal wann anders. Für mich bedeutet das literally direkt jetzt nach hier, nach dem Nachcommentary. Also, hat sie eigentlich damals auch schon, weil dazwischen keine Folge kam. Okay, streicht das einfach, was ich jetzt gerade gesagt habe. Ergibt gar keinen Sinn. Und das da oben ist wieder so einer von diesen, denke ich mir jetzt gerade, von diesen Rätseltürmen. Wie wir auch schon einmal hatten, wo man Schildkröten finden muss oder irgendein Rätsel halt lösen, wo man uns eine Brücke zufinden muss. Aber genau so schaut das Teil dort oben aus. Aber zuerst gehen wir hier erstmal in den unteren Teil des Flusses, wo es einen ganzen Arsch voll Krabben gibt, wo ich die Kleinen wunderbar mit dem Trollritterschwert einfach nicht treffen kann. Dreimal am Stück. Einfach dreimal geschlagen. Das Teil schaut mir nur so an im Sinne von... Hä? Aber immerhin diese Rolling Attack funktioniert. Jetzt schaue ich erstmal, kann ich die Viecher töten, ohne dass das Muttertier aufmerksam wird. Und wenn man ein bisschen gut hinhört, hat man gerade schon gehört, Nope ist schwierig. Ich habe diese Viecher halt schon so lange nicht mehr bekämpft, dass ich so gar nicht mehr checke, wie die funktionieren. Nur gegen Ende hat das Teil jetzt irgendwie gesagt so, ich kämpfe jetzt einfach nicht mehr, so ist mir zu blöd, mach einfach was du willst, töte mich, lauf weg, wurscht. Ich glaube, das Trollritterschwert hat direkt unmittelbar vor mir eine Hitbox und dann dort, wo das Schwert connectet. Und gerade diesen ersten Teil habe ich mir jetzt gerade sehr zu Nutzen gemacht bei den kleinen Krabben. Und ich glaube, das hier haben wir, soweit ich weiß, entweder noch nie oder sehr, sehr selten bei den Krabben gemacht. Ich meine, die Krabben sind jetzt nicht die häufigsten Gegner. Aber im Normalfall haben wir halt schon auch lange nicht mehr besiegt. Also kann es sein, dass ich mich komplett falsch erinnere. Da oben ist übrigens irgendwas Großes, Ungutes, was ich noch gar nicht wirklich gecheckt habe, was es ist. Ich habe nur gesehen, da auf der anderen Seite ist so ein Teil. Und da kann man doch safe das große Teil, was dort drüben ist, verwenden, um das hier zu töten. Beziehungsweise zu öffnen. Statue kann man jetzt nicht wirklich töten, sondern mehr öffnen. Auch super, der erste Swing geht an den zwei Krabben vorbei und der zweite macht beide einfach platt. So. Und jetzt langsam check ich... Ah ja, das ist ja eins von diesen Oktopusviechern. Von den großen Landoktopussen. Auch schon längere Zeit nicht mehr gesehen. Und jetzt sehe ich, oh shit, da hinten ist noch einer. Das heißt, der muss mal ganz kurz mit mir kommen. Nicht nur, um das Teil aufzumachen, wohlgemerkt, weil das könnte ich ja theoretisch auch vom zweiten aufmachen lassen. Aber einfach damit, ja. Was wollte ich jetzt hier zeigen? Ah ja, genau. Diese komischen Statuen, die wir aufmachen, das habe ich da jetzt gerade gezeigt. Die letzte, die wir gefunden haben, war da, wo ich gerade auf der Karte gezeigt habe, bei den Riesensoldaten. Allein, glaube ich, hier beim Berggipfel der Riesen haben wir 4 Statuen von denen gefunden. Und ich glaube, das erste Mal haben wir es in Schloss Sturmschleier gefunden. Am Anfang des Spiels haben wir unfassbar wenige von denen gefunden. Jetzt am Ende des Spiels, oder gegen Ende, oder weiter im Spiel, wie auch immer, finden wir einfach Arschspiele. In Zelit gab es, glaube ich, nicht eine einzige. In Limgrave nur in Schloss Sturmschleier. Aber hier am Berggipfel der Riesen gibt es einfach mal 4 oder so. Und ich weiß ja noch nicht einmal, ob das alle sind. Vielleicht gibt es 10. Und ja, rückwirkend betrachtet, ich stelle mich einfach Arsch bei dem Kampf an. Bis endlich mal das funktioniert und wir einfach mal fast 9000 Schaden mit einem einzigen Schlag machen bei dem. So. Lustigerweise, beim ersten Mal geht das
in den Poise Break oder wie auch immer man das nennt, bei den Viechern unfassbar schwierig. Und beim zweiten Mal geht's super dann easy. Sehr schnell. Beim ersten Mal ultra schwierig, beim zweiten Mal einfach instant quasi. Das ist sehr strange. Kann es sein, dass sich das bei denen dann erst wieder diese Poise, ich nenne es jetzt einfach mal Poise, so Balance, wie auch immer, erst langsam dann wieder regeneriert. Am Anfang ist natürlich voll und dann geht es von 100 auf 0. Und dann nach dem Angriff geht es erst zuerst mal wieder auf 30 oder so und dann geht es erst langsam wieder hoch. Wenn man zu lange braucht mit den Folgeangriffen. Könnte sein. Oder vielleicht hat es auch was damit zu tun, wo man die Teile... Aber jetzt dieser zweite Angriff instant wieder. Ich weiß übrigens bis jetzt noch nicht, was diese komische Spit-Attacke, diese, wo er irgendwas rausschreibt, was das genau bedeutet. Also was das macht. Dort hinten übrigens links, da guardet ein Oktopus doch eine Höhle. Das ist instant, wie sagt man dazu? Ich will es nicht Englisch sagen. Dammit. Bemerkenswert hört sich aber weird an in dem Zusammenhang. Aber ja, es schaut halt so aus, so, ein Oktopus, der so eine Höhle verdeckt. Das könnte cool sein oder es könnte irgendwie wichtig sein. Aber das heißt, hier ist eine Höhle. Also, ne, das sage ich jetzt noch gar nicht. Dammit, ich wollte jetzt predicten, warum bin ich jetzt auf die Karte gegangen? Ich erinnere mich noch nicht, dass ich gesagt habe, wo hier überall die Höhlen waren, die wir schon gefunden haben. Weil hier gibt es lustigerweise relativ viele Höhlen. Was ich sehr interessant finde, dass es hier beim Berggipfel viele Höhlen gibt. Ich meine, gibt schon ein bisschen Sinn. Berge haben tendenziell viele Höhlen, aber naja. Und hier übrigens brennt random ein bisschen Gras mitten im Schnee. An der Stelle habe ich jetzt hoffentlich mal die Facecam eingeblendet. Großer Lindwurm Theodorix. So einfach random ein Boss. Einfach ein random Boss. Hier, der auch noch arsch viel Damage macht. Und wie man sieht, ich habe ihn ja schon gehittet. Wenn ich jetzt nochmal hitte. Der auch einfach noch, keine Ahnung, irgendwie 15.000, 20.000 Leben hat gefühlt. Ich meine, diese Art von Gegner haben wir schon mehrmals gemacht. Beide waren in der Nähe von Gellir. Aber die waren irgendwie nicht so ganz mit so viel Leben gesegnet. Außerdem hier Schwert. Ich hoffe, ich habe jetzt die Facecam eingeblendet an den paar wichtigen Stellen. Ich hätte mir das aufschreiben sollen, aber egal. An der Stelle übrigens sehr, sehr nice nicht, wie er mich einfach getötet hat instant. Mit einem Move, wo ich gedacht habe, der trifft mich nicht mal. Will nur sagen, wird ein bisschen unfair. Hier übrigens habe ich Herbeirufungsreserve beim ersten Mal hier komplett übersehen. Ergibt Sinn für einen Boss eine Herbeirufungsreserve. Aber naja. Übrigens, der Weg zu dem Ding ist relativ weit, denke ich mir jetzt an der Stelle. Zu dem Boss ist es. An der Stelle übrigens. Ah, da oben ist ein Item und da leuchtet's. Da ist ein Weg von diesem Rätselturm runter. Den müssen wir uns erstmal markieren. Der ist aber definitiv nicht da, sondern ein großes Stückchen. Ja, okay, jetzt versuche ich einfach mal so zu markieren, aber es bringt auch nichts. Das ist auch ganz falsch. Sondern es ist viel näher bei uns hier. Und zwar sogar noch ein bisschen. Also ja, nee, das passt eigentlich von der Markierung her, aber ja, es ist halt näher als man denkt. An der Stelle habe ich, glaube ich, das erinnere ich mich noch gut gesagt, was für eine Hurenkrabbe. Da ist ein Boss, mit dem irgendwie 70.000 Runen hat und der macht einfach mal zwei random Schläge und glaubt mich damit töten zu können. Was ist das für ein Wichser?
Naja, immerhin klauen wir ihm seine Krabbenmeier. So, und an der Stelle habe ich mir gedacht, okay, ich bin jetzt mal hart smart. Und in dieser Höhle, die der Oktopus dort guardet, wird wahrscheinlich ein Ort der Gnade sein, den ich wahrscheinlich besser verwenden kann, weil der nicht so weit weg ist, wie der andere Ort der Gnade. Das heißt, ja, da ist eine Höhle, das sehen wir schon, die auch mit Steinschwertschlüsseln geguardet ist. Was heißt, ein Oktopus verdeckt sie halb und Steinschwertschlüssel, also die wird wahrscheinlich guten Loot beinhalten. An der Stelle konnte ich mich übrigens... Ah ne, das war jetzt nicht hier. Aber ich glaube, das war gleich in demselben Kampf. Da habe ich mich einmal so in die Ecke manövriert, wo ich mir echt dachte, so kann ich jetzt hier überhaupt noch weg. Ich glaube, das passiert jetzt. Oder, genau. Ich bin einfach von den komischen Tentakeln komplett zerfickt worden hier. Und dann auch noch von dem Mund. Also ist echt... echt schlecht, wie ich mich hier anstelle. Und ja, diese Viecher ohne das Reposten zu machen, ist, glaube ich, bei der Menge an Leben, die die haben, und wenn sie sich auch noch heilen können, echt ungut. Können sich heilen, haben, glaube ich, 10.000, 12.000 Leben. Wäre ungut, die ohne Ding zu machen. So, dann nutzen wir die Steinschwertschlüssel, weil, ich meine, wir haben literally einen ganzen Arsch voll. Und an der Stelle will ich schauen, wie viel der Arsch voll ist. Nur Steinschwertschlüssel durch Benutzung zerbrochen, weiß ich, danke. So, wir haben nämlich noch 19. Nachdem wir die beiden gerade verwendet haben, weil man hat beide verwenden müssen. Ja, in der Höhle der Verlorenen, wie man sieht, gibt es instant Nord der Gnade. Und in meiner unendlichen Weisheit setze ich mich natürlich hin, damit ich den Oktopus nochmal bekämpfen muss und noch mehr eine Chance habe, bevor ich meine Runen zurück... An der Stelle sehe ich... Oh, shit, da ist ein Drache. Ja, genau. Also ich habe mich hingesetzt, damit ich extra noch eine Chance habe, nochmal ein halbes Level zu verlieren. Weil das haben wir in den letzten 20 Parts gefühlt nicht häufig genug gemacht. Wir wären schon 10 Level höher, wenn ich nicht so oft gestorben wäre und mit wahnsinnig vielen Runen im Petto. Die Viecher kann man übrigens super easy von, wenn man auch nicht genau perfekt vor denen steht, reposten. Aber manche, ich glaube die Bären oder irgendwelche Viecher waren ja unfassbar schwierig und pingelig. Man muss dann genau den Millimeter stehen, sonst funktioniert das alles gar nicht. Die so halb korrekt, passt schon. Oh. Dann wird es Zeit, nochmal den Lindwurm zu bekämpfen. Und diesmal habe ich mir gedacht, okay, ich versuch's mit Sturmwind. Schauen wir mal, wie das klappt. Sollte ja irgendwie einfacher sein, oder? Weil das Teil ist groß, ich kann vielleicht so ein bisschen über die Lava springen. Ich kann so eine Attacke machen, die... Ich dachte, dass sie vielleicht mehr Damage macht, tut sie aber nicht. Die macht, glaube ich, sogar ein bisschen weniger Damage. Ja, okay, das war fast alle von Sturmwinds Leben. Also der haut richtig gut rein. Kann man nicht anders sagen. Und er läuft auch noch weg und hinterlässt dort, wo er läuft, Lavasprung. Ist instant so ein Boss, der ist mir instant sympathisch. Nicht. Ja, ich glaube, so ziemlich über dasselbe habe ich auch geraged. Und dann habe ich mir gedacht, okay, eine Range von 10 Kilometern hat er auch noch. Es wird immer schlimmer. Dann habe ich mir gedacht, okay, einmal versuche ich jetzt. Sturmwind noch und werde natürlich instant fast getötet und Sturmwind auch. Okay, habe ich mir gedacht, okay, ich will jetzt nicht nochmal Sturmwind verlieren. Ich gebe dir mal die... Rova oder Goldrosinen? Ich glaube, die Goldrosinen sind die stärkeren. Oder süßliche Rosinen. Die Goldrova heißen sie. Und süßliche Rosinen ist dann die Frucht selber. Und ja, er hat wirklich einen Arsch voll Leben.
Das ist so ziemlich die angenehmste Attacke, wo er über die Schulter Lava spuckt. Was auch immer er jetzt gemacht hat, ist definitiv nicht meine Lieblingsattacke. Mal ein bisschen Rovarosin. Man muss von dem echt weit wegkommen, weil der hat ja wie gesagt eine Range. Er hätte mich wahrscheinlich wieder fast getroffen, obwohl ich so weit weg war. Ich treffe ihn nicht, er trifft mich. Ich glaube, ich habe an der Stelle auch, wenn ich meine Facecam, weil die habe ich natürlich mit aufgenommen, sonst hättet ihr sie ja nicht sehen können, habe ich auch nur, ich glaube, fast nichts gesagt und einfach mich hart konzentriert und immer nur gesagt, ach, der Wichser, so ein Hurenkind. Sage ich das eigentlich zu oft in Bosskämpfen? Ich sage gefühlt entweder das sehr oft oder einfach so, der ist ja super easy, wenn er wirklich easy ist. Der ist definitiv nicht easy und ich frage mich jetzt rückwirkend, wie hat Sturmwind gerade überlebt? Hat der überhaupt noch Leben gehabt? Aber egal, die süßen Rosinen, die geben einfach fast alles. Das hier ist eine super Attacke. Da haut er einfach auf den Boden vor sich Lava. Und jetzt check ich. Oh shit, der hat ja eine zweite Phase, wie es aussieht. Wo er einfach mal auf dem Hinterbein steht. Wie so ein Discount Ludwig aus Bloodborne. Und wie hat er mich jetzt getroffen? Einfach durch die Druckwelle seines Schwerts. Ja. Irgendwie so. Ich verbrauche hier, glaube ich, die Hälfte aller Rovarosinen im Spiel, die ich überhaupt verbraucht habe. Seit Anfang habe ich, glaube ich, allein an diesem Bosskampf jetzt in diesem Attempt verloren. Und es war auch noch unnötig. Und wie die Riesen rollen, kann er auch noch. Warum nicht? Meine ich nicht so, als ob der nicht schon gefühlt OP genug wäre mit seinen 30.000 Leben. Und mit seinen... Also ich habe das Gefühl, dass wir gut Leben aufgewertet haben, aber er macht halt immer noch 3/4 unseres Lebens einfach weg. Da denke ich mir, okay, Magie... Magie macht ihm so ziemlich gleich viel Schaden wie mein Ding. Einfrieren. Geht wahrscheinlich auch nicht so einfach. Weil ich meine, der lebt. Ich meine, der ist zwar ein Feuerboss, quasi durchs Magma und so. Aber er ist halt trotzdem ein Gegner, der im Schnee lebt. Da bin ich den Paarangriffen jetzt übrigens sehr gut, finde ich, ausgewichen. Aber man kriegt halt sehr selten mal Damage rein für die Menge an Leben, die der hat. Und dann ist er einfach so groß und dreht sich bei dem einen Angriff auch noch in meine Richtung. Ist echt schwierig, da mal vernünftigen Damage reinzukriegen. Vor allen Dingen mit einer Waffe, die so doch recht unbehäbig ist, wie das Tollritterschwert hier. Dieser eine Move. Entweder man rollt dauerhaft oder man hat einfach Arschglück oder man stirbt. Oder wird getroffen zumindest. Also was anderes kann ich mir nicht vorstellen bei dem. Einfach zu früh gerollt, der macht mal 3/4 Leben weg. Ja. Super. Und an der Stelle denke ich mir dann auch, okay, das Trollritterschwert ist vielleicht die Schwachstelle, weil ich krieg wenig Damage rein. Versuchen wir mal, dass unser normales Uchigatana, unser Meteoritenklinge, glaube ich, heißt sie. Ja, Meteorklinge. Und schauen wir auch gleich, ob wir den Oktopus auch dadurch ein bisschen schneller zum Töten bringen. Zum Sterben bringen.
Ist halt so, wir machen halt grundsätzlich etwas weniger Schaden. Aber Blutung macht halt das dann schon wieder weg. Wir können zwar Gegner nicht so schnell staggern, aber weil wir halt schnell zuschlagen können, können wir trotzdem relativ gut staggern. Wir haben nicht den Bums, aber wir haben die Geschwindigkeit. Funktioniert zumindest bei dem Oktopus, der übrigens gerade 5000 Runen gegeben hat an der Stelle. Also, wer relativ früh hierher kommen möchte, was glaube ich nicht geht, aber der Oktopus braucht, gibt viel. Und natürlich wieder obligatorisch, einmal muss Sturmwind aufs Maul kriegen. Warum auch immer. Er mag Sturmwind halt offenbar einfach nicht, weil er immer ihn zuerst triggert. Und hier denke ich mir auch schon, blutet jetzt endlich mal. Yes! Er blutet sogar ziemlich gut, er blutet für fast 4000 Schaden. Und da habe ich mir gedacht, okay, 4000 Damage wirkt, als könnte man diese Strategie verfolgen. Weil Staggern mit dem Trollritterschwert wird es eher nicht spielen. Und hier habe ich mir gedacht, okay, ist jetzt bei dem Schwert staggert er. Aber egal, ich versuche die nächste Blutung zu beschleunigen. Weil an die andere, ans andere Ende von dem Teil komme ich wahrscheinlich nicht. Jetzt macht ihr die Transition in Phase 2. Aber seht ihr mal, wie schnell wir ihn so down kriegen. Das ist im Vergleich zum Trollritterschwert. Es ist weniger die Blutung, die hier so unfassbar geil ist, als vielmehr die Geschwindigkeit, mit der man schlagen kann. Die Meteorklinge so wahnsinnig gut macht. Ich meine, drei Schläge, da würden wir im Normalfall nur eine einzige Trollritter-Attacke hinkriegen. Ja, da habe ich hier einfach Sicherheitsheilung. Wir haben noch 6 Heilungen jetzt. Und der ist fast tot, da werde ich jetzt nichts riskieren. Und die Range ist jetzt auch nicht so winzig, dass man sagen könnte, die Range wäre groß ein Problem. Im Vergleich zum Trollritterschwert. Und das habe ich versucht zu blocken, aber es geht durch den Block auch durch zum Teil. Okay, das war jetzt einfach Arschlack, dass ich da nicht getroffen wurde. Die eine Attacke, wo er so den Overhead-Slam macht, ist aber definitiv die, die am schwersten zu rollen ist. Genau die er jetzt macht. Man rollt gefühlt immer zu früh, weil der so ewig die Attack delayed. Erinnert mich so ein bisschen an Margit. Mit seiner einen Attacke, die auch ewig delayed ist, wo ich auch immer zu früh gerollt bin. Und hier denke ich mir einfach nur, okay, bitte stirb und jetzt die... Man sieht jetzt hier auch gerade meine Freude. Unten, großer Gegner ist es auch. Einfach das beim letzten Mal rollen, instant hingekriegt und dann einen Schlag noch und pam. Okay, jetzt war ich kurz verwirrt. Wo ist Sturmwind jetzt? Okay. Hätte irgendwie Sturmwind revived, aber nicht erscheinen lassen. Bisschen weird. Hier sind außerdem ein paar Krabben, die auch mit dem Uchi One-Hit sind, mit der Meteorklinge. Nur hier ist halt einfach ein wichtiges Item. Frag mich nicht, warum ich gerade schon mitgerufen habe. I don't know. Und es ist... Meine Reaktion spricht, glaube ich, Bände. Wir haben in dem ganzen Spiel einen einzigen Stein außerhalb dieses Gebiets bekommen und wir haben 7. 6 von den Steinen haben wir innerhalb der Berggipfel der Riesen bekommen. 6 von den Maximalsteinen. Einen haben wir von Nephelilu bekommen. Das, ich will es nicht sagen, aber das wirkt so ein bisschen unbalanced. Ich meine, ja, dass es halt nicht mitten in Limgrave einer liegt, ist schon irgendwie klar, aber so... So viele und alle hier, dass man vielleicht einen schon einmal als Teaser in Lendell findet und dann die restlichen 4 und dann nochmal 3 oder 4 hier, okay. Aber so einer von Nephelilu und dann, ja, naja. Und hier habe ich mich entschieden,
Wir spielen jetzt doch noch ein bisschen mit dem Trollritterschwert, ganz einfach, weil ich es kann und weil ich halt wirklich das Trollritterschwert ein bisschen häufiger verwenden möchte, weil wir, ich glaube, vom Anfang des Spiels rede ich ja gar nicht, bevor wir die Meteoritenklinge gefunden haben und das Trollritterschwert, aber von den letzten 100 Parts wird es gewesen sein, haben wir einfach gefühlt 80 bis 85 mit der Meteorklinge, 10 mit dem Trollritterschwert und ein paar noch mit vielleicht anderen Sachen ausprobiert und so weiter. Zum zwei Folgen hier diese blutige Ströme, aber naja. Dann wird's Zeit, hier die Höhle zu erkunden. Die Höhle der Verlorenen. Und da kann ich mich jetzt wirklich erstmal hinsetzen zum Aufleveln. Und an der Stelle, what the fuck? Der Typ hat 200.000 oder so gegeben. Ich habe es jetzt selber nicht mehr im Kopf. Aber ja, der hat irgendwo zwischen 150.000 und 200.000 gegeben. Ich meine, er war ein großer Gegner. Er war quasi so ein Main-Boss. Aber muss ich an der Stelle auch sagen, ist ein bisschen weird, dass das ein Main-Boss war. Weil das hier der bei dem See war zwar auch ein Boss, der quasi nur so herumgestromert ist, aber trotzdem, großer Gegner. Hier schaue ich übrigens, ob der Drache dort auch eine Legende war, aber nee, es war nur der Feuerriese eine Legende. Aber trotzdem, irgendwie so Legenden und große Gegner wirken irgendwie so nicht so ganz super krass in letzter Zeit. Ich weiß nicht genau, woran das liegt, aber die sind so ein bisschen downgraded. An der Stelle übrigens, hammergeil. Wir sehen durch das Eis einen Pfad, wo wir nochmal hingehen können. Und hier denke ich mir, okay, müssen wir das Eis zerbrechen? Aber auf jeden Fall zumindest nicht so. Vielleicht können wir es noch auf andere Weise durchbrechen. Schauen wir mal. Oh. Und da treffen wir auf Halbmenschen. Mit sehr viel Leben. Und was das. Und Ratten auch gleichzeitig. Mehrere Ratten, mehrere Halbmenschen. Und holy shit, dass ich das gerade überlebt habe, habe ich mir echt gedacht, so, what? Manchmal ist weglaufen doch sinnvoller als einfach Vollgas angreifen. Das war, würde ich sagen, so endlich mal wieder sind normale Gegner, sind ja eigentlich normale Gegner, doch relativ challenging. Und der Boss, hier großer Lindwurm Theodorix oder so, der war, glaube ich, seit Ricard der erste Boss, an dem wir mehr als einmal gestorben sind. Glaube ich. Wenn mich nicht alles täuscht. Am Feuerriesen sind wir, glaube ich, einmal verreckt, aber es könnte auch sein, dass wir da auch zweimal verreckt sind. Aber trotzdem. An der Stelle übrigens, das one-shottet die einfach mal nicht, aber ein Oktopus zieht 99% Leben ab. Interesting. Ja. Und an der Stelle habe ich dann auch gesagt, okay, hier sind noch so Ficker. Aber ich habe schon mal auf die Uhr geschaut. Okay, jetzt wird langsam Zeit, den Part zu beenden. Die beiden killen wir noch und das Item hole ich mir noch. Wie das gerade kein Repost war, weiß ich nicht. Heranwachsender Schmetterling, ja, schön. Ja, und an der Stelle würde ich dann sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Let's Play Elden Ring. Und bis dahin sage ich, ja, ich hole mir das Item jetzt nicht mehr. Ich schaue nur, ob hier noch ein Typ ist. Bis zum nächsten Mal sage ich danke fürs Zuschauen. Ab nächster Folge auch wieder Live-Commentary. Bis zum nächsten Mal sage ich tschüss, Leute.